Ich habe da vor kurzem so lustige Kommentare bekommen oder halt Nachrichten bekommen von Leuten, die so möchtegern wissenschaftlich vorgehen wollen. Ich habe klar Informatik und Psychologie studiert, aber das ist nicht unbedingt das, worauf es ankommt, sondern es gibt einfach ein wissenschaftliches ja, Herangehen an den Sachen. Wenn ich sehe, dass ich, sag mal so, ich habe im Raum eine Kerze, ja, der eine kommt, guckt die Kerze an und stirbt. Der andere kommt und guckt die Kerze an und dem passiert gar nichts. Ja? Der merkt noch nicht mal, dass er die Kerze angeguckt hat und damit kann er die anderen Leute auch infizieren. Das sind vielleicht Theorien, die von einem völlig Verrückten entstammen können, auf keinen Fall von einem Wissenschaftler. Also wissenschaftliche Forschung wäre ja, wenn ich einfach irgendwie bestimmte Sachen untersuche und die in irgendeiner Verbindung mit etwas anderes bringen kann. Ja? Das heißt, wenn ich sehe, okay, hier, ne, die meisten Leute, die den Virus haben, sterben, okay, dann würde ich das untersuchen. Ja, was ist da los? Aber wenn ein Virus, und da sind wir uns, glaube ich, einig, bei einigen Leuten gar nichts bewirkt, sodass sie es gar nicht bemerken, sodass sie andere Leute infizieren können, und auf der anderen Seite die Leute tötet, dann hat das mit dem Virus wahrscheinlich gar nichts zu tun. Der Faktor, der eine Rolle spielt, ist nicht der Virus, ja? Ja, der Virus kann töten, kann aber auch die Leute lebendig lassen. Ja, was ist dann, ne? Dann ist es nicht der Virus. Bei Alkohol kann es sein, dass es einfach die Menge ist, ja? Wenn du so ein Glas Wein trinkst, stirbst du vielleicht nicht. Wenn du aber halt 6 Liter Alkohol trinkst, dann kannst du sterben. Dann, weißt du, das kann man reproduzieren. Du kannst aber nicht reproduzieren, dass du sagst, okay, hier, ich infiziere eine Person, der stirbt oder der stirbt nicht. Das kannst du nicht sagen, weil es gar nicht mit dem Virus zu tun hat. Es hat gar nicht mit dem Virus zu tun. Verstehst du? Es hat nichts mit dem Virus zu tun. Okay, da sind wir uns, glaube ich, einig. Wenn ich jetzt den Virus bekämpfe, ist es so, als würde ich sagen, okay, hier, ne, wir haben eine Kerze bei mir im Raum. Einige Leute gucken das an, sterben, andere Leute gucken das an und denen passiert gar nichts. Wir müssen also alle Kerzen abschaffen. Macht das für irgendjemanden, der ein bisschen logisch denken kann oder wissenschaftlich herangehen will, irgendeinen Sinn? Dann erklärt mir das bitte. Ich verstehe das gar nicht. Entschuldige. Und es hat auf keinen Fall mit Wissenschaft zu tun, es hat auf keinen Fall mit Verantwortung zu tun, weil es ist in erster Linie einfach eine Ablenkung von dem, was eine Rolle spielt. Was mich interessieren würde, zum Beispiel, das ist einfach ein Beispiel, das können ja auch tausend andere Sachen sein, aber wenn ich sehe, dass irgendwelche Leute ein Coronavirus hatten und gestorben sind und andere Leute den Coronavirus hatten und gar nichts irgendwie halt passiert ist, wenn ich jetzt unbedingt das untersuchen will, dann würde ich die Leute untersuchen, die den Coronavirus hatten. Und das nicht mal bemerkt haben. Was war bei denen anders? Was war bei denen anders? Ja, waren sie häufiger in der frischen Luft? Haben sie irgendwelche Nährstoffe zu sich genommen? Haben sie vielleicht mehr Salat gegessen oder halt weniger? Und vielleicht irgendwie halt psychologischen Bereich. Ja? Haben sie einfach weniger Stress gehabt vielleicht? Haben sie vielleicht weniger innere Kämpfe gehabt? Oder haben weniger Probleme gehabt mit ihrer Frau oder mit dem Mann oder was mit den Kindern oder was auch immer? In einem Job? Oder waren sie erfüllt oder nicht? Das sind die Sachen, die für mich eine Rolle spielen. Und ich meine, ich mache das jetzt seit 20, 30 Jahren, einfach habe ich ja meine Praxis. Ich untersuche ja tatsächlich bei den Leuten das und ich habe gemerkt, dass allein die Tatsache, dass man einfach den Stresslevel einfach kleiner macht bei den Leuten, die Paarbeziehung besser läuft, die Beziehung mit den Kindern besser läuft, die Beziehung irgendwie halt mit den geschäftlichen Partnern besser läuft, indem man einfach auch die Beziehung zwischen seinem Kopf und seinem Herz einfach besser bereinigt hat, dass allein dadurch Allergien verschwinden, chronische Krankheiten verschwinden. Ich habe das immer wieder beobachtet. Ich will nicht sagen, okay, das ist irgendwie halt das eine, das andere sofort bewirkt, weil ich einfach gar nicht auf körperlicher Ebene arbeite, sondern irgendwie im psychologischen Bereich. Aber ich sehe das immer wieder. So, mich würde interessieren, statt die Viren zu untersuchen, es gibt ja genug Leute, die wissenschaftlich interessiert sind, untersuch doch mal bitte, was bei den Leuten los war. Nicht die tot sind, die zufällig irgendwie alles Mögliche haben, vielleicht unter anderem auch Coronaviren irgendwie, sondern was war bei den Leuten, die Coronavirus hatten und keine Symptome hatten oder geringe Symptome hatten? Und davon gibt es ja jede Menge. 70, 80% der Leute, die infiziert worden sind, haben ja keine Symptome oder ganz milde Symptome. Okay? Die müssen leicht zu finden sein und die kann man ja auch leicht untersuchen und gucken, okay, hier, was ist bei ihrem Verhalten anders? Gegenüber die Leute, wie ist ihr Leben? Was essen sie? Was haben sie für Routinen? Wie sind ihre Beziehungen? Das ist ein relativ einfaches, simples Ding. Und es gibt lustigerweise eine ähnliche Untersuchung,
die längste Untersuchung an erwachsenen Menschen von Harvard. Über 75 Jahre lang haben sie die Menschen untersucht. Psychologisch, medizinisch, man hat ihre Familienbeziehungen und so weiter alles untersucht. Wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr das ja nochmal nachschauen. Nach 75 Jahren Untersuchung, die Leute sind teilweise jetzt 95 Jahre alt, das, was sie gesund und glücklich alt werden ließ, war gesunde und glückliche Beziehungen. Wenn sie jemanden hatten, um den sie sich kümmern können und jemand da war, der sich um sie kümmert. Das haben sie nach 75 Jahren wissenschaftlicher Untersuchung an der Harvard-Universität an Hunderten von Menschen festgestellt. Das ist Verantwortung. Nicht sich ablenken zu lassen von irgendwelchen Viren, die überhaupt gar nichts mit der Gesundheit der Menschen zu tun haben. Einen töten und einen am Leben lassen. Übernehme mal ein bisschen Verantwortung und sei ein bisschen wissenschaftlich, bitte.